So, inzwischen haben wir den Einzugsbereich des Staatspropagandasenders ORF verlassen, haben ein paar Red Bull gekauft, damit wir den innerlichen Akku aufladen, während Romans Akkus aufladen. Wir haben immer noch den 1. Mai 2023, befinden uns also immer noch mitten im Wahnsinn im korrupten und vertrottelten Österreich. Und stehen mit Sonntag, dem 5., also heute in 4 Tagen, einer erneuten Landtagswahl bevor, nämlich diesmal in Kärnten. Und das könnte uns natürlich theoretisch in Salzburg wurscht sein, aber nachdem ja Kärnten auch zu Österreich gehört und Österreich ja, wie gesagt, bekanntlich gerade ein bisschen eine schwierige Zeit seit 3 Jahren durchlebt, haben wir uns gedacht, nutzen wir die Zeit nicht nur zum Auftanken des Akkus mit einem Red Bull und des Akkus mit Strom, sondern machen gleich politisch unkorrekt weiter und machen ein kleines Kärnten-Special. Es ist ja so, die Kärntner Region ist ja sehr schön mit ihren vielen Seen und touristisch beliebt. Angenehmes Klima, also zumindest aus Salzburger Sicht gesehen. Und die Kärntner sind ja immer so ein bisschen belächelt vom restlichen Österreich, haben sich aber zum Beispiel mit ihrem Beachvolleyball-Event durchaus einen Ruf über die Region hinausgeholt, haben dasselbige auch mit dem GTI-Treffen geschafft. Das wird jetzt allerdings, nachdem es 3 Jahre lang wegen Covid nicht gestattet war, ihr wisst schon, mit Haushaltsfremden im Öffi fahren ist okay, vorausgesetzt man hat den Mund-Nasen-Schutz oder den Kaffeefilter, beide sinnlos, aber das war okay. Mit einem Haushaltsmitbewohner im selben Auto, vielleicht trotzdem mit Kaffeefilter, weil man ja sagen muss, dass man ein blödes Land hat, das war nicht okay, deswegen war quasi das GTI-Treffen die letzten 3 Jahre Covid-bedingt natürlich ein Superspreader-Event und verboten. Und man soll es gar nicht glauben, auch dieses Jahr wird es nicht stattfinden und wahrscheinlich vielleicht auch nie wieder. Dieses Jahr wird es nämlich ob des Klimas geopfert. Zur Erinnerung nochmal, Österreich, also nicht Kärnten, sondern Gesamtösterreich, hat an der CO2-Problematik dieses Planeten zu 0,22%, der Roman wird das einblenden, eine Beteiligung oder eine Mitschuld. Also die ganze Welt wird elendiglich verrecken, wenn ein paar Autofans in Reifnitz und Umgebung zusammentreffen. Das Schöne ist, diese Autofans dürfen weiterhin als Pendler oder sonst wie in die Arbeit fahren. Gerne zeitverzögert durch Kinder, die sich auf die Straße kleben, um nicht um die Schule gehen zu müssen, aber egal. Sei es wie es sei, oder bezahlt von irgendwelchen Mächten im Hintergrund, egal. Jedenfalls, man fängt jetzt an, die ohnehin sehr eingeschränkte Freiheit des Bürgers erneut einzuschränken. Und es ist einmal mehr so, alles was der Arbeit und dem System dient, ist erlaubt. Alles, was der Freizeit und der Bespaßung dient, ist nicht erlaubt. Somit auch das GTI-Treffen nicht. Und stattfinden tut das Ganze eben in jenem Kärnten, in dem aktuell der Landeshauptmann Peter Kaiser, seines Zeichens von der SPÖ, also jener tollen Partei, die unter der Führung von "Ich werde Kanzlerin" Joy Randy Wagner das Land noch viel mehr zugesperrt hätte und als Wahlprogramm "Ich werde Kanzlerin" an der Teuerung in Kärnten an der Kellag gut mitverdient und sich aber als Sozi verkauft. Ich glaube, ich brauche noch "Ich werde Kanzlerin" nochmal ein Red Bull. Die Chance, dass die Joy Randy Kanzlerin wird, ist relativ gering. Es ist allerdings so, dass dieser Herr Peter Kaiser von der besagten SPÖ, also der Partei von der Joy Randy, dort unten schon wieder bestätigt wurde und da unten jetzt gerade großen Wahlkampf abhält und dabei die Medien, und dazu gibt es von Thomas Breit einen netten Bericht,
gänzlich verschweigen, dass es eine neue Bewegung, nämlich die Vision Kärnten gibt, die da unten in den Medien totgeschwiegen wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das ist dann der Bericht da. Und ja, das ist schon ein kleiner Skandal. Und es gibt aber da noch einen größeren. Da ist es nämlich so, dass dieser nette Herr Kaiser ein Team um sich geschart hat. Und da gibt es unter anderem eine österreichische Schauspielerin, die auf den wohlklingenden Namen Frau Weiß hört. Und ja, die tut sich auch ganz besonders hervor, beziehungsweise hat sich hervorgetan. Und ich würde sagen, der Roman lässt die dann da einfach einmal zu Wort kommen. Beim WDR-Talk, genau. Ja, die hat da eine hochkompetente und sehr mitfühlende Aussage getätigt. Ich würde sagen, da lassen wir die Frau in voller Länge selber sprechen. Eine Herz und eine Seele. Ich war auch so wütend, weil ich diese Lager, diese beiden, diese wirklich, ja. Wo ich habe gedacht, wie können die Menschen so blöd sein und sich wirklich sich nicht überlegen, was sie tun. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, also sie sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Ja, nachdem wir das jetzt gehört haben und eventuell wissen, wie es um die Unterstützer des Herrn Kaiser steht, sollten wir vielleicht auch noch schauen, wie der Herr Kaiser selber so drauf war und uns vielleicht auch gönnen, dass wir auch ihn ein bisschen zu Wort kommen lassen. Aber selbst natürlich. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Erwachsene nicht mehr fragen und fordern sollten, was das Land alles für sie tun kann, damit sie ungeimpft und damit ungeschützt sich hinter Kindern und dem Schutzschild aus all jenen Menschen, die sich impfen haben lassen, zu verstecken. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich einzugestehen, dass sie etwas für unsere Kinder und für unser Land tun müssen. Und wenn wir jetzt einen Lockdown machen von Menschen, die sich auch impfen haben lassen, sehr viel verlangen, dann muss das auch dazu führen, dass wir mit aller Konsequenz in Richtung zu einer verpflichtenden Impfung gehen. Eine Impfpflicht ist ein sehr wichtiger Schritt. Diese positive Wirkung, die eine Impfung auch auf Gesamtösterreich, auf den Kampf gegen die Pandemie hat, auch sichtbar zu gestalten. Sichtbar zu gestalten, indem jede und jeder, der sich impfen lässt, auch dieses Impfband bekommt, darauf steht, ich helfe mit, ich bin geimpft. Aber auch in Diskussionen mit allen Expertinnen und Experten ist genau diese Impfpflicht ein Schritt, der aus meiner Sicht auch unausweichlich ist. Wir würden diese Diskussionen auch nicht führen müssen, würden sich deutlich mehr Erwachsene impfen lassen. Daher nochmals der Appell an all jene, die der Corona-Schutzimpfung noch immer skeptisch gegenüberstehen. Denken Sie nicht nur an sich selbst, denken Sie auch an die Kinder. Wir werden jedenfalls auch alles tun, um zu überzeugen, um die Vorteile nicht nur gesundheitlicher, auch gesellschaftlicher Art einer Impfung herauszuarbeiten und wirklich auch an alle appellieren, es für sich und damit auch für andere zu tun. Also das eine ist einmal wichtig, es ist keine Öffnung für alle gleichzeitig, sondern für jene, die geimpft oder genesen sind, also 2G sind. Die einzige in einer wissenschaftlichen Höchstleistung und um enormes Geld entwickelte, wirklich wirksame und mittlerweile milliardenfach an Menschen erfolgreich verabreichte Waffe, um diesen Feind in die Schranken zu weisen, dafür zu sorgen, dass seine tödlichen Angriffe wie durch einen Panzer gebremst werden, ist die Corona-Schutzimpfung. Ich persönlich wäre ein Anhänger eines Bonus-Malus-Systems. Ich würde bei den Strafen nicht in existenzgefährdende Bereiche gehen, aber ich würde klar von denen, die das nicht machen, bis zur Grundimmunisierung jedenfalls verlangen, dass bei Nichtbefolgen an die 100 Euro, ich nehme mal einen Betrag heran, gezahlt werden, die aber dann zweckgewidmet dafür verwendet werden müssen, dass Leute, die sich impfen haben lassen, auch in den Genuss von wirtschaftsbelebenden Maßnahmen in Form von Gutscheinen oder Ähnlichem kommen können. Aber bitte lassen Sie sich nicht von selbsternannten Wunderheilern missbrauchen, die ja nicht Ihr, unser oder das Wohl unserer Kinder im Auge haben, sondern aus purem politischen Eigennutz und mit Blick auf Umfragewerte zu Demonstrationen gegen Schutzmaßnahmen aufrufen. Diese politischen Scharlatane machen sich zu Verbündeten unseres gemeinsamen Feindes,
Sie machen sich zu Verbündeten und Komplizen des Coronavirus. Sie sind es, die uns auseinanderdividieren, unsere solidarische Gemeinschaft spalten und unser gemeinsames Schutzschild gegen das Coronavirus brechen wollen. Und zum Abschluss verweise ich dann nochmal darauf, damit es nicht heißt, ich schwurble oder verbreite Fake News. Das mit dem Wörthersee-Treffen findet ihr, und der Roman wird es verlinken, bei RTV Regionalfernsehen. Und für den Abschluss hätte ich dann gesagt, erklärt euch der Roman noch, was es mit gelben Armbändern auf sich hat. Also das ist die Verkörperung dieser Idee. Diese Idee ist, glaube ich, sehr wohlwollend aufgenommen worden. Die Intention ist, dass wir dieses Gemeinsame in der Pandemiebekämpfung, diese positive Wirkung, die eine Impfung auch auf Gesamtösterreich, auf den Kampf gegen die Pandemie hat, auch sichtbar zu gestalten. Sichtbar zu gestalten, indem jede und jeder, der sich impfen lässt, auch dieses Impfband bekommt. Darauf steht, ich helfe mit, ich bin geimpft. In Geld gehalten, das ist ein Ausdruck von Optimismus. Jeder von diesen 4 Millionen, der soll dann so ein Impfarmband bekommen, Ihrer Idee nach. Das wäre die Vollauszeichnung und das wäre auch, glaube ich, ein sichtbares Zeichen, jetzt nicht nur innerhalb der Gesellschaft, das auch, aber es wäre auch ein sehr sichtbares Zeichen für ein Land, das gerne Gäste willkommen heißt, indem man auch wirklich signalisiert, schaut her, auch wir haben dazu beigetragen, unser Miteinander in Österreich sicherer, geschützter zu machen. Also, liebe Mitstreiter, liebe Kärntner und liebes vertrauteltes, korruptes Österreich, mach am Sonntag das Kreuz an der richtigen Stelle. Damit sind wir für heute raus, der Akku lädt weiter, ich hole uns noch ein Red Bull, weil das ist inzwischen leer, weil ich so viel "Ich werde Kanzlerin!" kreischen musste. Lass du den Band loben. Oh, Entschuldigung, ja, na, Herr Kaiser, ich gehe sofort und ich lasse mich sofort prügeln im Namen der Verweis. Entschuldigung, mein Name. Ich hole jetzt trotzdem noch Repul, bin damit raus. Der Roman wird ein Gehabt euch wohl sagen. Und ja, wir machen dann später nochmal einen Einstieg, weil wir sind ja jetzt erst seit 8 Stunden politisch unkorrekt unterwegs. Da kann man schon einen Arm draufsetzen. Wir sind ja schließlich nicht Salzburg wacht auf, sondern wir sind einfach aktiv. In diesem Sinne, das war jetzt wie einstudiert. So funktioniert Brainfuck im Positiven. Insofern hätte ich jetzt gesagt, geh ich Red Bull holen, du sagst gehabt euch wohl. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Einstieg, wenn es wieder was zu sehen gibt. In diesem Sinne, Baba. Das ist doch ein Plan. Gehabt euch wohl!